Wunderschönen guten Abend. Wir machen sehr gern weiter. Ich grüße Sie ganz herzlich heute zur Brisanz-Sendung. Ja, beim Oktoberfest, da ist es so ein bisschen wie vorm entscheidenden Elfmeter. Es muss dann passen. Und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, der hatte extra geübt für diesen großen Moment. Auf die Stimmung dort, dazu gucken wir nachher später direkt nach München. Aber vorher jetzt schauen wir auf den Tag im Überblick. Ja, München schafft es heute, ankommende Flüchtlinge und Oktoberfestfreude zu vereinen. Aber es gibt heute auch andere Bilder und die kommen aus dem sächsischen Bischofswerda. Das also die Bilder heute von dort. Schauen wir weiter auf den Tag. Der sogenannte Heckenschütze von Lebach ist im Saarland verurteilt worden. Ein Mann, dem vorgeworfen wird, aus dem Hinterhalt gezielt auf Autofahrer geschossen zu haben. 14 Mal hat er getroffen und 2 Menschen verletzt. Der Vorwurf lautet deshalb 14 Mal versuchter Mord. Die Frage ist ja, warum lässt ein Mensch so seinen Frust an Autofahrern ab und woher kommt der? Und so ganz konnte diese Frage nicht beantwortet werden. Aber es gab ein Urteil. Das Bedürfnis der Deutschen, sich exotische Haustiere zu halten, ist groß und es wird immer größer. Und darauf reagiert auch die Große Koalition und sagt, also wenn das so ist, dann brauchen wir schon für private Haltung von exotischen Tieren auch Regeln. Ein Krokodil ist eben kein Meerschweinchen, wenn man schon allein an die Ausmaße denkt. Und wenn solche Tiere ausbüchsen, so ist das aktuell gewesen diese Woche, mit einer Würgeschlange, dann erzeugt das eben doch immer sehr große Aufregung. So war es auch diesmal. Die Maß steht bereit. Wir schauen jetzt nach München zum Oktoberfest. Wie hat der Oberbürgermeister heute gesagt? Er sei nicht so ganz stolz, aber es sei ja ganz gut gelaufen mit dem Anschlagen des Fasses heute. Es sei leichter, 2 Schläge zu verteidigen als 5. Ich glaube, 4 hat er im vergangenen Jahr gehabt. Das erste Fass auf der Münchner Wiesn. Das ist ein Politikum in München. Es hat alles funktioniert. Und jetzt bin ich ganz gespannt auf meine Kollegin Camilla Senio. Ist nämlich für uns dort, sonst ja hier im Studio, heute mal Außeneinsatz. Camilla, ich sehe dich an. Du siehst zauberhaft aus. Wie fühlt sich's an im Dirndl als Nicht-Bayerin? Ja, liebe Mareile, aus Bayern stamme ich nicht, aber so ein Dirndl zu tragen ist schon was ganz Besonderes. Und natürlich ist es was ganz Besonderes, hier zu sein. Und damit ein zünftiges Servus aus dem Hofbräuzelt hier in München zusammen mit ein paar Leuten. Es sind, kannst mal schauen, 10.000, etwa 10.000, die alleine hier sind in diesem Zelt. Und denen geht es schon ganz, ganz gut, wie ich finde. Es ist sehr, sehr laut. Aber ich versuche trotzdem mein Bestes. Also insgesamt 6 Millionen Besucher werden ja erwartet hier auf dem Oktoberfest. Ja, das ist natürlich ein gigantischer Ansturm. Da gilt es auch, alles ordentlich zu koordinieren. Auch was die Flüchtlinge angeht. Denn die kommen immer noch nach wie vor hierher nach München. Und schau mal, man hat sich für die auch ein bisschen was einfallen lassen. Dieses Herz hier steht Toleranz drauf, ist für 6 Euro zu haben. Und der Erlös geht an die Flüchtlingshilfe. Also ein Thema natürlich hier auf dem Oktoberfest. Aber heute ist erster Tag und da gehört natürlich der Festumzug, was sonst, mit dazu. Und der war traditionell wie immer und wie sich das gehört. Das wäre das Oktoberfest ohne Musi natürlich gar nichts. Es geht ja immer, den Wiesnhit zu finden. Es gab mal einen. Da hat ein junger Mann die Resi mit dem Traktor abgeholt. Der ist wieder am Start, Wolfgang Viereck nämlich. Und wie sich sein Wiesnhit anhören könnte, Wiesnhit 2015, da hören wir jetzt. Liebe Zuschauer, wir sind jetzt mal nach draußen gegangen. Drin war es sehr, sehr laut. Hier aber auch. Neben mir ist Wolfgang Viereck. Wolfgang, erstmal hallo, schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Oktoberfest. Also. Ich freue mich. Ja, gesund sind wir, rund sind wir, laut sind wir auch, ne? Ja, das sieht man ja also. Anscheinend, wenn man eine Maß Bier auf Ex trinkt, ist das ein Riesenereignis. Also. Wahnsinn. Oktoberfest, Wiesnhit-Thema. Was macht den guten Wiesnhit aus für dich? Ja, das bestimmen eigentlich die Leute. Also entweder hört man den vorher schon auf den Hütten oder im Fasching und dann kristallisiert sich das heraus. Dieses Oktoberfest steht auch ein bisschen im Zeichen der Flüchtlingskrise. Wie geht's dir so dabei, wenn du hier bist? Naja, also wichtig ist, dass man hilft. Also man, aber deswegen können wir nicht unsere Tradition irgendwie, also jetzt abhaken und sowas. Also wichtig ist Hilfe, wichtig ist, dass man den Leuten wirklich hilft, die rüberkommen. Und das tun wir ja ganz gut. Und ich habe gestern auch so einen tollen Bericht gehört in Landshut. Also da hat der Wirt extra sein Zelt stehen lassen, hat auch dann Halal, also koscheres Fleisch und sowas besorgt. Also ich meine, die Bayern sind ganz gut dabei. Und wir auch. Und Thema Sicherheit, liebe Zuschauer, wird jedes Jahr großgeschrieben hier auf dem Oktoberfest. Dieses Jahr war das aber eine ganz besonders große Herausforderung für die Sicherheitskräfte.
Ja, und ich bin jetzt wieder hier im Hofbräuzelt. Was soll's, es ist laut, wir machen das Beste draus. Und ich freue mich sehr, Nicola Tiegerle hier begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo, grüße sehr. Also, ein bisschen mal unter die Promis gemischt. Ja, Nicola, es ist laut, man versteht fast nichts, es ist voll. Trotzdem gibt es ja eine Faszination Oktoberfest. Ja, worin liegt die? Alle Jahre wieder, also zwischendurch vergisst man es, aber wenn man dann zum ersten Mal, so wie heute, am Samstag zum Eröffnungstag kommt, das steckt sofort an und das ist ein Riesenspaß wirklich. Und man merkt schon in der U-Bahn auf dem Weg hierher, die Stimmung ist gut und nicht überdreht, sondern im Moment zumindest finde ich das gerade noch ganz fabelhaft, obwohl es schon sehr heiß ist. Wäre denn das vielleicht auch eine schöne Drehsituation für Sie? Also aufgrund der Lautstärke schon mal nicht. Und auch die Fülle ist arg anstrengend, aber es ist bestimmt ein sehr faszinierender Drehort, weil natürlich alle Nationen der Welt hier aufeinander prallen und eben miteinander feiern. Also wenn der Alkoholpegel noch nicht so hoch ist, ist das sicher ein toller Drehort, ja. Nun gibt es ja jedes Jahr auch gewisse Trends zum Oktoberfest. Wo sehen Sie denn die dieses Jahr? Gibt es irgendwie verrückte Blumen im Haar oder irgendwelche Farben, die angesagt sind? Ich habe damit ehrlich gesagt gar nicht viel am Hut. Also zum Beispiel den Hut trage ich nicht und auch die echten Blumen im Haar. Ich habe eine Stoffblume und ich trage knallige Farben, weil ich das liebe, obwohl Pastell gerade angesagt ist. Aber ich habe so eine wunderbare Designerin, die mich immer ausstattet und die Michaela Keune. Und ich liebe ihre Dirndl und trage das einfach mit Spaß, ohne Trend. Steht Ihnen auch sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank erstmal. Und zu meiner anderen Seite begrüße ich hier den Sascha Busso. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Hier im schönen Hofbräuzelt. Ja, hervorragend. Kuschelig warm. Ja, kuschelig warm, es ist so ein bisschen Saunatemperatur. Sascha, wie kann man sich überhaupt irgendwie vorbereiten auf dieses Fest? Ich war zum letzten Mal 2008 hier und ich hätte mir jetzt ehrlich nicht gedacht, dass ich das wirklich vermisst habe. Es ist und in der ganzen Stadt, wie sie mit dem Lachen herumlaufen und ortshaft ist, ich bin ja Wiener, also wir sind ja praktisch nach. Nun ist es ja wie gesagt sehr, sehr voll. Haben Sie denn irgendwelche Erfahrungen gemacht, was Ärger angeht? Also Stichwort Schlägereien und so weiter und so fort. Fließt ja auch sehr, sehr viel Bier hier in Strömen. Ja, aber um den Ärger, um den geht es jetzt in dem neuen Tatort am Sonntag. Es ist nämlich der Wiesentatort und da schauen wir jetzt schon mal rein, was da so abgeht. Ja, und wir schunkeln uns schon mal ein mit dem Miroslav Nemec, der ist noch nicht bei mir jetzt. Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank, Kuschelzelt. Ja, im Hofbräuzelt. Ja, die Lederhosen ist immer noch nicht da. Warum? Man sieht mich nur bis hier und deswegen habe ich nur den oberen Teil der Tracht mitgenommen. Sprechen wir ein bisschen jetzt mal über den Tatort. Wo liegt denn der Reiz, genau hier auf der Wiesn so einen Tatort zu drehen? Letztes Jahr genau um diese Zeit, sozusagen erster Wiesentag, haben wir da unten in dem Wahnsinn... Ganz so voll, oder? Doch, es war so voll wie jetzt. Es war sogar... Ja, wir hatten schon mal einen Tatort, der hieß Agmade-Wiesen, eine gemähte Wiesen. Toll. Das gemacht. Liquid Ecstasy jetzt sind aber woanders natürlich schon. Und als Münchner eigentlich jedes Jahr dabei? Ja, normalerweise bin ich immer eingeladen und komme auf die Wiesen, so wie hier in einer eher prominenten, abgeschlossenen Region, damit ich auch was zum Essen und zu trinken kriege. Nicht, weil ich es mir nicht leisten kann, sondern weil ich sonst immer Fotos machen muss. So, jetzt machen wir mal Werbung. Warum sollte man auf alle Fälle am Sonntag den Tatort schauen? Ja, vielversprechend. Also ich werde schauen. Und damit zurück zu dir, Mareile, ins Studio. Und liebe Grüße aus München. Mareile. Vielen, vielen Dank. Miro, Camilla, vielen Dank. Ich weiß, ihr hört gar nicht viel von uns. Insofern schicken wir einfach nur liebe Grüße. Und ich hoffe, der Freizeitteil beginnt jetzt, denn so ein Dirndl muss ausgeführt werden. Und so ein Abend endet ja hier oben, Camilla. Viel Spaß. Sie hört nichts mehr. Also wir schicken Grüße nach München, sagen danke für den Blick auf die Wiesen von dort heute. Und wir haben jetzt noch mehr Prominenz in der Sendung und zwar ein richtig großer Udo Lindenberg. Ja, wenn Udo Lindenberg über die Flüchtlingskrise singt, dann hat man irgendwie das Gefühl, Mensch, das ist doch alles zu packen. In Bremen hat er das jetzt getan. Da hat er seinen Willkommenssong für Flüchtlinge vor Flüchtlingen gesungen. Und auch wenn diese Menschen ihn nicht kennen und sich vielleicht gedacht haben, Mensch, warum singt da so ein Typ mit Sonnenbrille und dann noch diesen engen Hosen? Aber das Wichtigste ist ja, die Botschaft soll ankommen und das hat geklappt. Einer hat über Udo gesagt, das muss ein sehr weiser Mann sein. Ja, bei Udo Lindenberg hat man das Gefühl, man versteht manchmal nur jedes zweite Wort, aber irgendwie ist es gefühlt das Richtige. Ja, Udo Lindenberg weiß das natürlich noch. Er war damals mit dabei, oft eingeladen beim
Beat Club. Alle unter 60 Jahren, die werden sich wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern, was war das Beat Club. Heute, wenn man da Musik hören will, dann geht man ins Internet, dann wird die Musik gestreamt oder downgeloadet. Ja, ich übersetze jetzt mal mindestens für meinen Papa, also aus dem Internet heruntergeladen. Vor 50 Jahren, da war das ganz anders. Da machte man dafür einfach den Fernseher an. Und da begann im ersten deutschen Fernsehen die Musikrevolution für junge Leute. Und los ging diese erste Sendung mit einer Warnung an alle Erwachsenen, weil man schon ahnte, wow, wenn das losgeht, das wird ein Riesenaufreger. Und genau so war's. Das klingt nach einer Menge Spaß. Peter Lohmeier ist heute Abend zu sehen, mal wieder hier im Ersten und jetzt auch bei uns in der Sendung. Brandmal heißt der Film, heute Abend mit ihm aus einer Krimireihe, so eine Krimireihe wie damals Schimanski, also der einsame Wolf löst Fälle. Und in diesem Fall ermittelt Kommissar Jan Fabel, so heißt er in diesem Krimi, zu einem hochaktuellen Thema. Es geht nämlich um Terrorismus heute in diesem Film. Aber erstmal reden wir über sein ganz persönliches Yoga, das ist nämlich Fußball. Ja, musikalisch ist er auch noch und Fußball spielen, das war jetzt die brisante Vorbereitung auf die Sportschau, die dann kommt. Heute Abend also Peter Lohmeier, gleich die großen Festspiele als Kommissar. Jan Fabel kommt da nämlich im Doppelpack und da sehen Sie die beiden Folgen. 20.15 Uhr geht's los, beide Folgen hintereinander und da wünschen wir viel Spaß, gute Unterhaltung. Jetzt haben Sie ja viel Neues gehört von diesem Mann. Und hier geht's weiter mit der Sportschau, da wünschen wir auch viel Spaß, gute Unterhaltung. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns sehr gern nächste Woche. Ab Montag bin ich wieder da. Alles Gute von uns. Schönes Wochenende. Tschüss.